Wenn sich Fallschirmspringer aus aller Welt mit Kind und Kegel irgendwo treffen, tagelang kampieren und so viel springen, wie es nur geht, dann nennen sie das Boogie. Weiß der Geier warum, aber das ist dann auch schon das einzige Insiderwissen, das wir brauchen, um auf Sylt dabei zu sein. Beim Boogie sind nämlich auch Neulinge willkommen. Jetzt mal Höhenangst beiseite. Diese Aussicht ist die Überwindung ja wohl wert. Gut, die Sportspringer, die hier seit 2 Wochen täglich eine Zehnerkarte leer hüpfen, konzentrieren sich inzwischen auf ganz andere Dinge. Aber ein Boogie ist keinesfalls nur für Eingeweihte. In jeder Maschine sitzen tapfere Touristen, die mit eigenen Augen sehen wollen, ob die Postkartenmotive ihrer Lieblingsinsel der Wahrheit entsprechen. Und ein Platz in der nächsten Maschine gehört Bettina aus Freiburg. Soll man den Kopf in den Nacken, dann darf ich nicht gehen. Gut, dann können wir das wieder absetzen. Ach, du wieder. Mann, du machst mich ganz verrückt. Er oder ich? Ja. Sag beide. Ja, erstes Mal? Ja. Warum? Weil ich das in meinem Leben einmal mindestens machen muss. Einmal mindestens, das ist eine gute Aussage. Straff. Straff? Ja. Reden wir hier noch von Fallschirmspringen? Beim Boogie treffen also jungfräuliche Neugierige wie Bettina auf Urväter der Szene wie Freifluglegende Knut Krecker, der Anfang der 90er den Freefly-Stil geprägt hat. Die ursprüngliche Körperposition, in der man sozusagen Fallschirmspringen ausgeübt hat, war auf dem Bauch liegend. Da kann man dann sozusagen zusammenfliegen und so pizzaartige Formationen bilden, ja, wo sich dann alle festhalten. Und wir haben halt angefangen und haben in anderen Körperpositionen experimentiert. Hauptsächlich von Boden aus gesehen, auf dem Kopf stehend. Das muss man sich allerdings so vorstellen. Unsere Idee dahinter war immer, wir fliegen sozusagen vom Weltall auf die Erde zu, wie Superman das machen würde vielleicht. Und der fliegt natürlich mit dem Kopf zuerst in seiner aerodynamischen Art und Weise, wie man halt so fliegt. Ja, so. Wie Superman das halt macht. Ne? Genau. Kopfüber mit 200 km/h Richtung Strand sieht tollkühn aus. Trotzdem gilt der Spaß als sicherer Sport mit wenig Unfällen. Bei diesem Sylter Boogie gab es aber einen. Am Dienstag verlor ein Springer die Kontrolle und wurde durch die Notfallautomatik seines Reserveschirms gerettet. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Rolf Brombach, hier in seiner Wingsuit unterwegs, ist Experte für dieses sogenannte Cypress-System und erklärt, was passiert ist. 3, 2, 1, Schuss. Diese Reserve würde jetzt rausschießen und sich innerhalb von 1-2 Sekunden mit Luft füllen. Und nach ungefähr 10, 14 Sekunden ist die Springerin dann am Boden, gebremst und gerettet. Wahrscheinlich sehr erschrocken. Bettina hat das zum Glück alles nicht gehört. Außerdem ist sie bei Tandemmaster Frank in erfahrenen Händen, was sie offensichtlich genießt. Da kommt Bettina! Bombe! Oh, ist das geil. Ich kann's gar nicht anders sagen. Reicht ja auch geil. So toll. Das mache ich noch ein mal. Fantastischer Passagier. Toll. 99,9% aller Tandemgäste fühlen das Gleiche und haben den gleichen Spaß. Ja? Ja. Was mit dem 0,1%? Die schreien und trampeln? Das könnte mal sein, dass die ein bisschen viel Angst haben und dann nicht gerade das tun, was wir wollen. Aber wir können jeden Fehler ausgleichen. Bis Sonntag geht der Boogie noch. Kurz entschlossenes Aussicht genießen ist absolut möglich.